So, was sind denn Achate der Evolution? Ein rätselhaftes, rundliches Mineral, in dem die Macht der Weiterentwicklung wohnt. Sind wir hier bei Pokémon oder was? So, Magie, Bodo, Multiheilung. Mehr Heilung, Leonardo. Halt. So, der Kummer mit dem Kummerkasten. Horrorhorst, genau. Hierhin, hierhin. Ich kann da jetzt echt nicht hin. Im Sauvage. Probieren wir es mal damit. Schon ein bisschen nervig, dass du dich da jedes Mal hochdingen musst. So, jetzt sind wir hier unten, ne? Genau. Ah, brauche man nicht. So, dann schießen wir da mal durch. Nach Möglichkeit, ohne irgendeinen Viechern zu rennen, damit wir gestärkt bleiben. Wir brauchen halt diese eine Koop-Kraft. Ah, was haben wir denn hier? Himmelsgebinde. Ich glaube, wir müssen einen Fight machen, damit wir da hochkommen. Können wir nämlich danach auch gleich noch der Düftchen abgeben? Ja, ich weiß. Eigentlich hatte ich vorher schon B gedrückt zum Absteigen. So, das Ding da unten lassen wir jetzt liegen. Oh mein Gott, Tiger, der lootet mal was nicht. Geschehen noch Zeichen und Wunder. So, dann müssen wir da rüber, dann müssen wir hier hoch, ne? Genau. Geht's denn eigentlich hier rechts hin? Costa Valor. Und da ist der Grimalaya. Oh, komm schon. Lauf rum hier. Eschburger Heller. Also mich wird da ja keiner drüber kriegen. Nicht ohne mindestens drei Sicherungsseile. Hm.
Zierliches Schweigle. Und alle ab. Lad schneller. Dankeschön. Genau, diesen einen Ding, dass wir da hochspringen können. Den Kampf müssen wir jetzt vorher machen. Weil ansonsten, oder kommen wir da so hoch? Ach, da kommen wir so hoch, siehst du? So, Schnitzerritter erscheint, ist schon mal richtig. Kampf, Koop, Ritterschlag, go! Ja! Arise! Ja, wenn nicht zum Ritter geschlagen wird, sieht das auch immer so aus. Holst du mal mit dem Mana. Der Schnitterritter wurde besiegt. 740, 140. Du hast den Schnitterritter mit der Kraft Ritterschlag besiegt. Geh nach Puerto Valor und berichte dem alten Mann auf der anderen Seite der Meerespforten davon. Genau das tun wir. So, komm ich da jetzt runter? Komm ich da runter? Nein, da komm ich nicht runter. Geh weg, wollte ich sagen. Ach, es mussten nur zwei gekräftigt sein. Here, honey. War klar, dass du das wieder nicht hinkriegst, Rinaldo. Krabberbaren wurden besiegt. 374, 80. Wie viel Geld haben wir eigentlich schon wieder? 12.000. Nehmen wir den Nummer. So, dann geben wir das da gleich im Puerto Valor ab. Dann würde ich sagen, wie mein Casino. Oh, habe ich den vorhin übersehen hier? Oh, komm schon. Ah, wo ist er denn? Da ist er. Verlegene Arznei, naja. So. Und Obmarsch. Und ich will heute auf jeden Fall noch nach Ticklingen. Dann bist du hässlich. Servus. Also warte mal, wir können mal hier kurz Halt machen. Weil hier kostet das nichts. Drin kostet dann nämlich Kohle. So.
Dann können wir ja mal, ne? Braucht man sich ja nicht lumpen lassen. Hier, go, go. Und speichern. Haben wir jetzt die 80 Stunden geknackt? Nein. Aber ich würde sagen, beim nächsten Speichern. Also, stimmt, da war ja was, da müssen wir da unten lang. Aber hier konnte man doch was mitnehmen, genau. Eine Karminkoralle, whatever das ist, ich habe keine Ahnung. Dann läuft hier komisches Zeug rum. So, Abmarsch. Das ist die Frage, wo müssen wir das abgeben? Hat für euch noch eine Ahnung, bei welchem NPC das war? Ich nicht. Nein, die wüten ja immer, ne? Hehe, sagt nichts, Amigo. Nada. Ich kann in eurem Blick erkennen, dass ihr meine Bitte erfüllt habt. Ihr habt der Ritterlichkeit und den Caballeros der ganzen Welt einen großen Dienst erwiesen. Bitte nehmt diese kleine Belohnung an. Ein Metallschleimschild. Iberoes muy triste. Die Geschichte des Schnitterritters ist sehr traurig, ne? In ein Monster verwandelt zu werden und alles zu vergessen, woran man einmal geglaubt hat. Ein Ritter steht zu seinem Wort. Sein Königreich ist sein Gebieter. Er steht den Schwachen unermüdlich bei, bietet den Starken entschlossen die Stirn und weicht vor Widrigkeiten keinen Fußbreit zurück. Ein Caballero muss nach diesen Prinzipien leben, Amigo. Die Vorstellung, sie einmal vergessen zu können, ist wirklich beängstigend. Du hast dem ritterlichen alten Mann Puerto Valor erzählt, dass du den Schnitterritter mittels Ritterschlag besiegt hast. Er schien zuversichtlich zu sein, dass der gefallene Caballero nun wieder auf dem Pfad der Rechtschaffenheit wandelt. So, dann würde ich sagen, ging's doch hier irgendwo ins Casino. Ah. Den Johalt, ihr wollt ins Casino? Lo siento, tut mir leid, aber es ist noch nicht geöffnet. Was? Das ist doch eine Bumsbanane, jetzt muss ich ja doch wieder lönen. Aber wir können ja mal Kohle einzahlen, ne? Einzahlen. 12.000 zahlen wir. Ein. Sagte er und drückte die falsche Taste, der Idiot. Also. Ja, das war ja jetzt doof, ne? Ausruhen. Und kann ich gleich das Geld wieder abheben, weil wir brauchen das ja für... So, abheben. So, wir holen mal 50.000. Wenn wir 50.000 verzockt haben und dann immer noch kein Bunny-Kostüm kriegen, ey, dann ist es so. So, darf ich jetzt? Ja, danke schön. Bin ich aber nett von Mademoiselle Olala. Hier konnte man Geld abheben. Das habe ich oben schon gemacht. Dann kann man da drüben umtauschen.
Willkommen am Trauschalter, wo ihr habt derzeit 50. Auf welchen unserer fantastischen Preise habt ihr es denn abgesehen? Das doch nicht hier. Brauchen wir? Ich vermute, dass es das da ist. Okay, eventuell kriegen wir 1500 zusammen. Ich wollte jetzt eigentlich hier meine Dinger hier. Ach, halt mal, da unten, hier war das, ne? So, ja, ich habe kostet 20 Goldmünzen, Alter, ey. Müssen wir gar nicht spielen. So, kein Nickelbauer. So, ihr wirft einen Blick hinein, lernt ein paar Häschenohren, Häschenkostüme und Netzstrümpfe herzustellen. Wisst ihr, was wir gleich machen? So. Ein Exemplar von Falters Erscheinung. Ja, wollen wir auch. Anleitungsbuch mit dem Titel Falters Erscheinung. Er wirft einen Blick hinein. Der Tigerle lernt einen Schreckensdolch herzustellen und Schmetterlingsmaske. Ja, mehr will ich nicht. So, die Chattens behalten wir mal, wer weiß, wozu man die noch brauchen kann. Müssen wir nicht zocken, können wir gleich wieder gehen. Hey, oh, Checkpack, na, wie geht's dir? So, kommst genau zur richtigen Zeit, Checkpack. Weil wir gehen nämlich jetzt Bunny-Klamotten herstellen. Also ich hoffe, wir tun das. So, dazu müssen wir nichts Taktiken, Aufstellung. Bullshit, Tigerle, was machst du denn? Ausrüstung. So. Häschen, Ohren und Kostüm brauchen wir noch. Und bei mir, aber mir ist alles schick. Wir bauen jetzt Häschen, Ohren und Häschen, Kostüm. Merkt euch das mal bitte. So. Erstmal Stufenaufstieg. Weil da können wir eventuell, ich bin ja gerade voll am Nebenquest abrackern. Sag mal, Checkpack, wann kriegst du jetzt eigentlich endlich eine Switch, hä? Zuge gesammelten Erfahrungen, neue Handwerksfähigkeiten erworben, maximales Potenzial um 3 erhöht und präziser Pocher. Präziser Pocher ist ein genau platzierter Schlag mit einer erhöhten Chance auf kritische Treffer. Okay. 100 Perfektionskugeln, wenn meine kleine 6 ist, wie alt ist sie jetzt? 4? 2? Ich glaube 3 waren es, ne? Ne, 2. Letztens hast du gemeint 16, ne, 15, 14 Jahre hast du gemeint, da müsste jetzt 3 oder 4 sein, oder? So. Häschen Ohren. Ich habe keinen. Wo kriege ich einen Pelz? Ja, ein grünes kleines. Alter. Das Spiel will mich doch verarschen, oder? Also noch 3 Jahre. Hm. So lange noch? Anscheinend kannst du dir das nicht leisten. Materialliste, wo kriege ich denn da der? Rakumokus?
Ey, ganz ehrlich, du kannst mich jetzt mal sowas von am Kreuz lecken. Das Spiel, ne, das verarscht mich von morgens bis abends. Abheben, 2000. So. Diesen da. Nein, das war verkehrt, den will ich doch gar nicht. Geh raus da. Den will man. So. Weil wenn der... Oh, was ist denn das? Das ist Rüstung, oder? Kleidung? Das hier Kostüm haben wir schon mal. Hä? 1000 kaufen, wow. So, wir craften jetzt. Jetzt müsst ihr ganz doll in die Daumen drücken. So, Quadratkracher. Oh. Komm, den haben wir nochmal hin. Doppeldrescher. Hier. Der nächste Schlag wird doppelt so stark. Wie haben wir denn noch? Bissel haben wir noch. Ah. Ei, wieder knapp. Der nächste Schlag wird halb so stark. Ha, immerhin einen haben wir hingekriegt. Blitzschneller Schlag, halber Stärke. Ha, ey. Bin ich gut oder bin ich gut? Haben wir begutachten. Der Tiger, der nimmt das Jetzke-Kostüm gründlich unter die Lupe. Wenn er jetzt aufhörte, wäre das Endprodukt vermutlich hervorragend. Ja, Jade, tut mir leid, das muss reichen. Hervorragend muss reichen. Perfekt! Ey, hallo! Häschenkostüm plus 3 in dem Beutel. Schön. 5 Perfektionistenkugeln haben wir jetzt 105. So, warte mal. Netzstrümpfe haben wir. Was brauchen wir denn dazu jetzt noch? So, wir haben. Häschenkostüm haben wir perfekt. Ist das nicht hier? Da uns fehlt die Ohren, fehlen uns noch, ne? Im Besitz 1. Wo finde ich denn da blöden Ohren? Hier diese blöden Häschenohren. Strümpfe. Die haben wir schon. Was mit Ohren? Der ist auf dem Kopf, der wird doch nicht bei Ohrlinge drin sein, oder? Also nee, wir wollen nicht umarbeiten, wir wollen Brillen. Ist auch nicht drin. Als Schmuck. Bin jetzt auch gewundert. Komm, alles. Häschen, Ohren ist Helme. Helme, das könnte sein, da hast du recht. Muss ich auf Rüstung gehen, ne? Ne, ist nicht. Ah, halt, da gab's Hüte auch noch.
Häschenohren, da sind sie. Danke. Jetzt Daumen drücken. Da hauen wir ein Quadra rein. Da hauen wir nochmal einen rein. Alter, scheiße, der ist aber drüber. Das war nicht sehr schön, das war nicht sehr schön. Ziemlich cool, plus 1 wahrscheinlich. Aber wir brauchen sie ja bloß, um das Outfit zu komplettieren. Plus 1. So, dann können wir losgehen. So, Aufstellung. So, dann brauchen wir so, wo sind wir denn? Machen wir den alten Mann da unten auch mal glücklich, ja? Du tanzt doch gar nicht, Mädel. Eieiei, ist die Verwandlung schon vollendet? Hat sich eure Amiga in ein wunderschönes Häschenmädel verwandelt? Muy bien. Dann bleibt nur noch, sie darum zu bitten, einem alten Mann eine Freude zu machen, indem sie das Outfit anzieht. Meine Liebe, ihr seid so wunderschön. Ihr seht ebenso wunderhübsch aus wie das erste Hasenmädel, das ich einst sah. Ey, das wäre doch eigentlich mal Ina in so einem Kostüm, oder? Esel, kriegen wir das hin? Ich glaube, da muss ich sie am Montag mal fragen. Ja, hier das Kostüm, was die Dame hier gerade anhat für Ina. Meinst du, das würden wir hinkriegen? Ich glaube, da muss ich sie am Montag mal fragen. No, sogar noch schöner. Sie, Chica, ihr seid das schönste Häschenmädel, das die Welt je gesehen hat. Das macht sie sicher. Ich mache ein Bild für sie. Frag sie nachher auf Twitter. Und ich schreibe vorsichtshalber drunter, die Idee war vom Esel. Nicht jede Chica weiß, ein Häschen-Outfit zu tragen, wisst ihr? Man braucht dazu ein gewisses Etwas. Das läuft da hinten. Und ihr habt es im Überfluss, sie? Nicht wahr, Chico? Ihr wisst doch auch, dass an eurer Amiga ein perfektes Hasenmädel verloren gegangen ist. Jade starrt den alten Mann mit eisigem Blick an, seufzt tief und geht fort. Ja, Jade, ich kann dich verstehen. Eieiei, zornige Häschen sind sogar noch bezaubernder. Danke für eure Mühen, Chico. Bitte nehmt dieses Geschenk an. Der Tiger hält ein Strumpfband. Jade, ich habe was für dich. Was will ich mit dem Strumpfband? Du hast den Wunsch des alten Mannes in Puerto Valor entsprochen und ihm ein Häschen-Mädel-Outfit gebracht, weil er Jade gern dazu überreden würde, dieses anzuziehen. Jade scheint darüber allerdings nicht besonders erfreut zu sein. War mir von vornherein klar. Aber Jade, da muss ich durch. Sei lieber froh, Jade, dass der hier kein Herzkasper kriegt hat.